Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde immer wieder gefragt so nach Dating-Tipps und dann wird mir geschrieben, dass da ein Date ansteht und wie sie sich verhalten sollen oder so nach mehreren Dates schon, wie soll ich das jetzt machen und so weiter und so fort. Und das hat mich glatt auf eine Video-Idee gebracht und zwar möchte ich einfach mal von ein paar furchtbaren, katastrophalen, skurrilen Dates erzählen, die ich so in meiner Dating-Laufbahn hatte. Und ich hatte ja schon mal in einem Video erwähnt, dass als ich rausgefunden habe, dass ich schwul bin, dass ich auch wirklich raus in die Welt wollte und viel erleben wollte. Und war dann auch sehr fleißig am Daten. Da haben sich dann einige seltsame Dinge aufgetan. Los geht's! Nummer 1, ich habe länger mit einem Typen geschrieben, wir haben uns gut verstanden. Dann kam es zum ersten Date, wir haben uns an einem See getroffen, also der gut besucht war. Erstes Date immer an öffentlichen Plätzen, zweites und drittes am besten auch noch. Kann man nie vorhersehen, kann auch nach dem 10. Date ein Psycho sein, aber trotzdem erstmal vorsichtig sein. So, wir saßen auf einer Bank an einem schönen See, haben uns auch gut verstanden und war alles so ganz gut. So, ich hatte ein gutes Gefühl, ich mochte ihn, fand ihn sympathisch und ich dachte, es beruht auch auf Gegenseitigkeit. Ha, Pustekuchen. Nach diesem Date habe ich nichts mehr von ihm gehört. Er hat mir nicht mehr geschrieben, er hat mir nicht mehr geantwortet, es kam gar nichts mehr. Und ich dachte mir so, oh, okay, Pet, kamst du wohl nicht so gut an. Dann habe ich ungefähr so 2-3 Wochen später, habe ich diesen Typen auf einer Party getroffen, im Club. Ich war feiern mit Freunden im Gay-Club. Und da habe ich ihn dann wieder gesehen. Und auf einmal kommt er zu mir, tanzt mich an, flirtet mich an, relativ penetrant. Und ich sag so zu ihm, hey, stopp mal, wieso hast du dich nicht mehr gemeldet, wenn du jetzt scheinbar doch Interesse hast? Und da sagt er wortwörtlich zu mir, ja, das war ja schon so ein bisschen Abenddämmerung, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen, wie hübsch du eigentlich bist. Und jetzt sieht das alles ganz anders aus. What the fuck? Und ich meinte so, hä, wir haben uns doch aber auch voll gut unterhalten und uns voll gut verstanden. Und dann meinte er so, ja, was nützt mir denn das, wenn ich mich so gut unterhalten kann, aber die Optik einfach nicht stimmt. Und jetzt sehe ich ja, dass sie absolut stimmt. Also für mich ist jetzt alles anders. Und ich so, okay, für mich jetzt aber nicht mehr. Viel Spaß noch. Next. Für mich war das gegessen. Ich hatte auch echt dann kein Interesse mehr, weil ich mir auch echt doof vorkam. Und dann war die Sache für mich gelaufen. Ja, ich hätte vielleicht noch eine zweite Chance geben können, oder? Was hättet ihr gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Hättet ihr dem nochmal eine Chance gegeben und euch wieder auf den eingelassen, mit dem unterhalten und so weiter? Oder hättet ihr auch gesagt, so, nee, Freundchen, Schluss? Das würde ich gerne mal wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Nächste Story, und die ist wirklich sehr skurril. Ich habe mich mit einem Typen getroffen, habe vorher viel mit ihm geschrieben und habe mich dann mit ihm in einem Café getroffen. Und dann bin ich dahin, er saß schon da und es lag eine Rose auf dem Tisch. Und ich dachte mir so, okay, ist ein bisschen übertrieben, oder? Eine Rose ist ja auch kein Blind Date. Ich meine, wir wussten schon, wie wir aussehen, Fotos und so hatten wir schon ausgetauscht per E-Mail damals. Und ich dachte mir so, okay, ist ja ganz süß. Und bin dann zu diesem Platz hingegangen, habe ihn begrüßt und so, wir haben uns gut unterhalten. Und diese Rose lag die ganze Zeit da. Ich hab die Rose nicht angesprochen, er aber auch nicht, also lag sie halt einfach da. Und irgendwann sagt er zu mir, ich würde dich jetzt gerne bitten, dass du diese Rose einmal nimmst und die Blätter abzupfst. Und dabei sagst, es passt nicht. Also so wie, er liebt mich nicht, aber mit es passt und es passt nicht. Oder es klappt und es klappt nicht, ich weiß nicht mehr, irgendwie so in der Richtung war es. Und ich so, okay, habe es aber als Spaß genommen, habe ein bisschen drüber gelacht und habe es halt gemacht, habe die Rose genommen und habe das dann so unter lauter Scham vor den ganzen Gästen, also es war jetzt nicht auffällig, ich habe halt so gemacht. Und er hat gesagt, würdest du bitte dabei die Sätze auch sagen? Und ich dachte mir so, was? Okay, habe es auch noch gemacht, es passt nicht. Wie sollte es anders gewesen sein? Es endete mit dem letzten Blatt, es passt nicht. Ich habe drüber gelacht, dachte so, haha, die Rose sagt, es passt nicht. Und fand es ganz witzig eigentlich, habe mir da nicht weiter was bei gedacht. Und unsere Getränke waren leer. Und dann sagt er doch ernsthaft zu mir, so, ich fand es echt ganz nett mit dir, es hat mir auch gut gefallen. Jetzt können wir aber uns überlegen, bestellen wir uns noch was zu trinken oder trennen wir uns jetzt? Und ich so, keine Ahnung, von mir aus können wir ruhig noch was trinken. Also ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es für mich eigentlich durch, weil ich glaube an solche Dinge und die Rose hat das gesagt. und ich würde mich jetzt gerne verabschieden, wenn du mir nicht böse bist. War auch ganz höflich und ganz freundlich, aber gar nicht arschig oder so, aber es war einfach so seltsam. Und ich habe immer noch nicht geglaubt. Ich habe noch so drüber gelacht und habe so gesagt, ja, okay, dann tschüss, ne?
Und er so, ja, ich meine es gerade ernst. Du denkst, glaube ich, das ist Spaß, oder? Ich so, ja. Nein, es war ernst. Er hat sich dann von mir verabschiedet, ist aufgestanden und gegangen. Ich habe ihn nie wieder von ihm gehört, habe ihn auch nie wieder gesehen. Ich kam mir irgendwie vor wie bei versteckter Kamera, aber ja, es war wirklich eine super seltsame Situation und ich dachte mir danach nur so, mir ist danach so ein bisschen die Dating-Lust vergangen, weil ich so dachte, was gibt es denn da so für komische Vögel? Ich meine, wenn er so an sowas glaubt und so spirituell ist, habe ich gar nichts gegen, sollen sie alle machen, aber ich war noch so jung und für mich war das einfach nur so, what the fuck? Okay, und die letzte Story ist wirklich mit Abstand die skurrilste. Typen mit einem Typen geschrieben, mit einem Typen getroffen, mehrmals im Café, an einem See, im Restaurant, bestimmt schon so 5-6 Mal. Und dann bin ich mit zu ihm nach Hause gegangen. War vielleicht noch recht früh, aber wie ich schon sagte, man weiß nie, wer dahinter steckt, kann auch nach dem 20. Date ein Psycho sein. So, bin dann irgendwann mit zu ihm nach Hause und dann hat er einen Anruf bekommen, dass er zum Bahnhof fahren muss und eine Freundin dort abholen muss und nach Hause bringen soll. Da hat er mich gefragt, möchtest du hier warten oder möchtest du mitkommen? Und ich meinte so, ja, ich warte hier. Geht ja schnell wahrscheinlich. Er so, ja, ja, 20 Minuten bin ich wieder da. So, er weggefahren, ich habe Fernsehen geschaut und dann bin ich auf Klo gegangen. Und dann bin ich auf Klo gegangen und so weiter, bin aus dem Bad raus und durch den Flur und da war eine Kommode und da lag ganz viel Papierkram und so rum und ich dachte, ich habe nicht rumgeschnüffelt, aber ich war halt neugierig und hab mal so einen Blick drauf geschaut so und dann habe ich auf einem Brief gesehen, dass da ein anderer Name stand und ich dachte so, hä? Naja, kann ja ein Brief von wem anders sein, so. Da habe ich weiter so geguckt, hat unter so einem Brief ein Personalausweis rausgeguckt, da habe ich den so zur Seite geschoben. Und dann war da sein Foto, der Perso war noch recht frisch, also ich glaube 2-3 Monate alt war der. Sein Foto, er sah genauso aus wie auch in der Realität, aber ein komplett anderer Name, ein komplett anderes Alter, also ich glaube es waren 6 oder 7 Jahre, laut Perso war er älter, und aber ein ganz anderer Vor- und Nachname. Und ich dachte so, hä? Und das war der Name, der auf dem Briefkuverten stand und so weiter. Und ich kannte ihn aber mittlerweile schon recht gut. Also wir haben uns viel getroffen, viel telefoniert, haben wir uns viel unterhalten. Und ich hatte ganz andere Daten von ihm. Einen anderen Geburtsort, den er mir genannt hat. Er hat mir erzählt, wo er aufgewachsen ist und so. Das war aber wo ganz anders, also zumindest der Geburtsort. Und das war so eine skurrile Situation. Ich hab's nicht gecheckt, so, weil wir kannten uns mittlerweile gut genug, als dass er mir seinen Namen nicht verheimlichen musste mehr. Und das war ganz, ganz seltsam. Dann kam er so ein paar Minuten später auch schon wieder nach Hause. Und ich habe aber vorher noch einem Freund geschrieben, du musst mich bitte in 20 Minuten anrufen, so wie man es aus dem Fernsehen kennt, so rette mich und sagen, dass ich ganz schnell zu dir kommen muss, dir geht's ganz schlecht, Liebeskummer, irgendwas, denk dir was aus, aber hol mich hier raus. So, war dann auch alles so, er kam zurück, ich wurde angerufen von einem Freund und habe dann auch gesagt, so, ich muss jetzt leider echt los, tut mir leid, ich muss ihm unbedingt helfen, ich kann ihn jetzt nicht alleine lassen. Ich so meine Schuhe angezogen und so und stand an der Tür und wollte ihm Tschüss sagen, also halt so umarmen oder so. Und er so guckt mich so an, warte mal, ich komm mal mit. Ich so, hä, wohin, ich geh doch nur zur Bushaltestelle. Er so, ja, ich begleite dich bis zur Bushaltestelle. Ich so, ja, okay. Dann hat er sich angezogen, ist mitgekommen und hat sich die ganze Zeit auf dem Weg zur Bushaltestelle umgedreht. Dauernd so nach hinten geguckt und so irgendwas gesucht oder beobachtet, keine Ahnung. Es war mega skurril. Er hat mich dann auch nicht ganz bis zur Bushaltestelle gebracht. So auf dem halben Wege haben wir uns dann verabschiedet und er ist gegangen. Aber er hat die ganze Zeit sich umgeschaut. Und ich habe diese Situation einfach nicht gecheckt und ich fand es dann irgendwann echt so gruselig. Hab dann auch den Kontakt abgebrochen, hab dann geschrieben, hey du, ich glaube, es passt nicht und so. Ich hatte einfach Schiss dann irgendwann. Ich war auch noch jung und ich dachte so, okay, keine Ahnung, was das Ganze hier soll, aber ich will nicht mehr. Ja, was lernen wir daraus? Immer vorsichtig sein, mit wem ihr euch so trefft. Im Endeffekt kann man es einfach nicht beeinflussen. Wenn es ein Psycho ist, ist es ein Psycho. Vielleicht war es auch kein Psycho. Ich habe bis heute nicht erfahren, was die Geschichte dahinter ist. Keine Ahnung. Es war einfach seltsam. So ihr Lieben, dann hoffe ich, euch haben die Geschichten gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Freue ich mich sehr, wenn ihr den jetzt hier so drückt. Und wenn es euch gefallen hat. Und ja, was hattet ihr so für skurrile Dates? Hattet ihr sowas oder einfach nur furchtbare oder warum waren sie furchtbar? Schreibt es mir in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Vielleicht baue ich das dann auch nochmal in ein anderes Video ein.
schreibt es mir gerne und denkt dran, an den Anfang kommentiert mal, wie ihr euch dem Typen gegenüber verhalten hättet, der auf einmal sagt, oh, jetzt sieht man ja, wie schön du bist, jetzt habe ich doch Bock auf dich. Hättet ihr dem noch eine Chance gegeben oder hättet ihr gesagt, nee, okay, komm, lass mal. Das würde mich sehr interessieren. Dann wünsche ich euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder oder auf Snapchat oder auf Instagram. Oh, was für ein Move. Und dann bis nächstes Wochenende. Ach, und vergesst nicht den 17. Mai. Denkt dran, es kommt immer näher. Ich würde mich freuen, einige von euch in Eupen, Belgien zu sehen. Nähe Aachen und so weiter, ne? Verlinke ich euch gerne auch nochmal in der Infobox. Also dann bis nächstes Wochenende. Tschüss!